Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Rüdiger Heidebrecht und ich möchte Ihnen die Trinkwasser-Fair- und Entsorgung einmal etwas näher bringen. Entworfen habe ich das 2019, gezeichnet das hat mein Sohn Jonas Heidebrecht. Und Sie sehen hier die Flussgebietsmanagement, ein normales Einzugsgebiet. Sie sehen dort die Zahlen 1 bis 12, vom Trinkwassergewinnung bis zur Abwassereinleitung wieder. Und im Hintergrund sehen Sie dort einige einzelne Bilder, die ich in dem Laufe dieses Videos nochmal erklären möchte. Viel Spaß, folgen Sie mir auf dem Weg zur Wasserinfrastruktur, Trinkwasser und Abwasser. So, hier schauen wir uns nochmal die 12 Bilder an. Nummer 1, Trinkwassergewinnung. Nummer 2, Trinkwasseraufbereitung. Nummer 3, Trinkwasserspeicherung. Nummer 4, Trinkwassernetze. Nummer 5, normales Haus und Gewerbe. Nummer 6, neuer, die Sanitärsysteme Regenwassernutzung im Haus der Zukunft. Nummer 7, Entwässerungssysteme. Nummer 8, das Thema Regenwasserbewirtschaftung. Das Thema 9, Kläranlagen. Das Thema 10, Klärschlamm und Energiemanagement. Thema 11, Regenwasser, Wasserwiederverwendung, Klärschlammverwertung. Und das Nummer 12, Hochwasserpumpwerkeinleitung.